Freunde der leichten Unterhaltung. Läuft das schon? Ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, ich hab's in der Überschrift schon gelesen, es geht um ein neues Produkt, beziehungsweise ich habe mir da etwas besorgt. Wer meinen Kanal verfolgt, der müsste auch wissen, dass ich mir... Wann war das denn? Moment, das muss ich mal eben nachgucken. YouTube-Inhalte. Wann war das denn? Seite 2. Oh, schon ein bisschen was her. 29.07. Das ist schon über ein Jahr her. Also, am 29.07. letzten Jahres habe ich mir, gezwungenermaßen einen neuen Computer kaufen müssen. Ein Apple iMac mit einem M1-Prozessor. Seinerzeit hatte ich eine Canon EOS R5. Die Canon EOS R5 nahm, wenn man in C-Log filmen wollte, nur H265-Dateien auf. H265-Dateien konnte mein damaliger Intel-basierter iMac überhaupt nicht verarbeiten. Also äußerst schlecht. Ich hatte ständig Fehler in meinen Final Cut-Projekten. Also es war irgendwie alles Schrott. Also, gezwungenermaßen, brauchte ich einen M1-Prozessor. Denn der sollte mit diesen H265-Dateien besser umgehen können. Das tat er auch. Allerdings, muss ich sagen, ist der M1-Prozessor leistungstechnisch so ein bisschen, ich weiß ja nicht. Die Apple-Nutzer unter uns, kennt ihr diesen komischen farbigen Ball, der so durch, da so ein bisschen so rumdreht, wenn er irgendwie gerade am Rechnen ist? Das kann ganz schön nerven. Also, lange Rede, kurzer Sinn, hier ist ein M2-Prozessor drin. Also nicht nur der Prozessor, obwohl man das vielleicht aufgrund des Kartons auch erahnen könnte, aber es ist ein Computer und zwar ein MacBook Air mit dem M2-Prozessor. Und ich möchte nicht darauf eingehen, wie die ganzen Sachen hier benchmarktechnisch performen, also M1 gegen M2, weil da gibt es schon eine ganze Menge Videos. Ich habe aber nur ganz wenige Videos, wenn überhaupt, ganz wenige Videos gefunden, die so wirklich auf den alltäglichen Bereich eingehen. Also wie ist denn jetzt überhaupt die Performance beim Schneiden in Final Cut oder beim Fotobearbeiten in Photoshop bzw. Lightroom oder wo auch immer? Und genau darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Und ich würde sagen, bevor wir überhaupt starten, packe ich gemeinsam mit euch diesen Kasten erstmal aus. Schere. Ach Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber auspacken ist ja bei Apple auch echt immer eine richtige eigene Sache, ne? Also, hier ist das gute Stück. Natürlich muss ich das vorher einmal einrichten und die ganzen Sachen hier drauf installieren. Dann machen wir gleich einen kurzen Cut. Erster Eindruck zumindest zu dem Gerät an sich. Also, sieht richtig gut aus. Wie so ein warmes Silber, aber kein Gold. Ich möchte gemeinsam mit euch jetzt nicht darüber sprechen, wie gut das Ding mit, keine Ahnung, dem Internet umgeht oder wie gut sich irgendwelche Word-Dateien oder Pages-Dateien öffnen oder bearbeiten lassen. Völliger Quatsch. Für diese Arbeiten zum Beispiel, also Office-Anwendungen oder Internet-Browsing oder Video-Gucken, Video-Cooking, tut's der M1, tut's der M2 und funktionieren auch alle anderen älteren Geräte. Das ist völlig Quatsch. Allerdings, und hier auf diesem Kanal geht's ja nicht um Office-Anwendungen, sondern um Fotografie und Videografie, möchte ich mit euch so ein bisschen auf diese Themen eingehen. Und zwar habe ich mir drei Programme ausgesucht, mit denen ich sozusagen diese beiden Systeme vergleichen möchte. Zum einen ist das ein grafisch oder grafikintensives Programm, nämlich Affinity Designer. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist ungefähr so eine InDesign-Alternative. Dann möchte ich gemeinsam mit euch Lightroom testen und dann natürlich abschließend noch die Performance mit Final Cut. Also wie läuft Final Cut auf dem M1-basierten Prozessor im Vergleich zu dem M2-basierten Prozessor? Ich würde sagen, wir wechseln einfach mal ganz kurz die Perspektive und fangen an mit dem, worum es überhaupt gehen soll. So, ich hoffe, dass man jetzt hier halbwegs was erkennen kann. Ich werde, wie gesagt, die einzelnen Monitore auch nochmal abfilmen und das zwischendurch einblenden. Aber so kann man jetzt auch gleichzeitig halbwegs das M2 MacBook sehen und den M1 iMac sehen und hier dann gucken, wie die Performance ist, wenn man das zeitgleich startet, das Ganze. Und genau damit möchte ich jetzt auch anfangen, nämlich mit der Startzeit von Affinity Designer. Ich gehe jetzt mal hier mit meinem Cursor auf Affinity Designer und auch hier auf Affinity Designer
Und ich starte jetzt einfach mal beides gleichzeitig, beziehungsweise ich versuche es gleichzeitig zu aktivieren. Ja, und wir haben jetzt hier gesehen, auf dem M2 MacBook war der Startprozess auf jeden Fall etwas schneller. Das haben wir schon mal gesehen, ist aber unterm Strich vielleicht auch einfach nur eine Kleinigkeit. Ich mache das Programm mal eben wieder aus, auch hier nochmal ausmachen und öffne jetzt in Affinity Designer direkt ein Artboard. 3, 2, 1, klack. Jetzt wird sozusagen direkt beim Öffnen auch dieses Artboard geöffnet. Und dieses Artboard, das ist sozusagen diese gesamte Oberfläche, die wir hier haben. Da sind ganz viele verschiedene Grafiken drin, da sind ganz, ganz viele verschiedene Layouts drin, sehr, sehr viele Ebenen, sehr, sehr viele Grafikebenen. Und das ganze System, beziehungsweise die ganze Datei ist mehr als 130, ich glaube 136 MB groß. Das ist jetzt nicht das allergrößte, aber auch nicht wirklich klein. Ich zoome jetzt einfach mal hier bei dem M2 rein und wieder raus. In der Regel sieht man dann hier oben bei diesem Gleichheitszeichen, dass das nicht sofort richtig scharf ist, weil der Rechner sozusagen versucht, das nachzurechnen. Aber hier bei dem M2 muss ich ganz ehrlich sagen, wow, sieht gut aus. Ich habe diesen Test allerdings auch noch nie an dem M1 gemacht. Das teste ich mal eben. Auch hier zoome ich mal eben rein. Auch hier bitte den Fokus auf das Gleichheitszeichen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich gar keinen großen Unterschied. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Das mache ich hier auf dem M1-Rechner. Alle einzelnen Projekte markiere ich jetzt und dupliziere sie jetzt mit Command-C und füge sie ein mit Command-V. Jetzt habe ich das sozusagen hier doppelt drüber liegen. Und ihr seht schon hier auf der rechten Seite, wie fürchterlich viele verschiedene Ebenen das sind. Das sind beziehungsweise Gruppen und in den Gruppen sind nochmal verschiedene Ebenen. Und jetzt bewege ich das einfach mal so hin und her und guck mal, wie gut die Performance ist. Und ihr, also ich finde jetzt, das hakelt so ein ganz kleines bisschen. Ist aber auch hier schon wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, das ist schon heftig. Jetzt sieht man hier, seht ihr das? Jetzt sieht man hier, dass es zwischendurch so ein bisschen haken bleibt. Da, hier oben, habt ihr das gesehen? Da sind so ein paar Sachen, da, das bleibt so ein bisschen haken. Den gleichen Test machen wir mal hier auf dem MacBook mit dem M2-Prozessor. Auch hier alles markieren, kopieren und einfügen. Und hier gehen wir jetzt mal hin und machen das Gleiche in grün. Wir bewegen das Ganze und ich muss jetzt schon sagen, dass ich das, also zumindest fühlt es sich so an, vielleicht weil ich jetzt hier mit dem Trackpad arbeite. Aber nein, ich sehe auch hier, hier bleibt nichts haken. Also dass dieser Effekt, den wir gerade an dem M1 hatten, den haben wir hier auf jeden Fall nicht. Zumindest sehe ich ihn nicht. Und auch das Bewegen an sich, ich kann es mal richtig übertreiben. Okay. Also hier, ihr seht es selber, das ist butterweich. Als nächstes teste ich mal den Fotoimport zu Affinity Designer. Hier allerdings muss man dazu sagen, Affinity Designer ist kein Fotoprogramm, also nicht irgendwie, um was mit Fotos zu bearbeiten. Aber ich kann hier natürlich auch normale Bilder einfügen. Ich habe allerdings schon des Öfteren auf meinem M1 Mac gemerkt, dass er dann relativ schnell in die Knie geht. Ich füge die beiden jetzt mal hier in Affinity Designer ein und öffne sie hier. Zack, zack. Okay, das ging sehr, sehr schnell. Bei beiden übrigens. Auch hier muss ich sagen, ich finde, dass der M2er so ein ganz kleiner Hauch schneller war. Das mag aber auch daran liegen, dass ich jetzt hier nicht mit meinen Händen synchron war. Ich gehe jetzt mal hier auf den M1. Ihr seht jetzt hier, das ganze Bild ist markiert und auf dem Bild liegt auch Schrift. Und wenn ich jetzt hier einfach mal reingehe und dieses Bild, ich sag mal, verzerre und mal hin und her springe, dann seht ihr, oder hoffentlich natürlich, dass ihr das seht, guckt mal da, wo ich sitze, guckt mal da in das Bild. Da seht ihr so leichte Artefakte, die sich bilden. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass das System mit dem Rechnen oder dem Rendern nicht hinterherkommt. Das ist zwar hier wirklich noch auf Meckern auf hohem Niveau, aber man sieht hier nun mal diese leichten Artefakte und diesen Effekt. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze bei dem M1 aussieht. Auch hier gehe ich rein und gucke mal, wie das hier performt. Oh, das ist... Okay, das ist krass. Hier sehe ich gar keine Artefakte und es fühlt sich auch wieder viel, viel weicher an. Also, als ob ich hier wirklich... Okay, das ist sehr krass. Freunde, das ärgert mich gerade sehr. Tatsächlich, nee, ohne Witz, das ist schon... Okay, das ist... Das ist sehr, sehr geil. Test Nummer 2 wäre, wie angekündigt, Lightroom. Dazu öffne ich auf dem Mac, also auf dem iMac,
mit dem M1-Prozessor und auf dem M2 Lightroom. Und das versuche ich natürlich auch wieder zeitgleich zu machen. 3, 2, 1. Ja, auch hier gefühlt zumindest, ja, auf jeden Fall der M2-Prozessor auf jeden Fall schneller da. Klar haben wir hier das kleinere Display, aber hier hat man richtig gesehen, wie die Bilder sich aufgebaut haben. Hier war das eigentlich relativ zack, zügig. Naja, also das hat sich schon besser angefühlt. Wenn ich einmal hier oben auf das Bild gehe, beziehungsweise das Ganze markiere und dann auf die Space-Taste drücke, dann wird mir das Bild angezeigt. Und zwar bildschirmfüllend. Da habt ihr schon gesehen, das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich mache das nochmal. Ihr seht oder beziehungsweise ihr hört, dass es hier einen kleinen Unterschied gibt, eine kleine Verzögerung gibt. Das testen wir jetzt auch mal hier an dem M2-Rechner. Also auch hier habe ich das gleiche Bild markiert. Ja, auch eine leichte Verzögerung. Hier wäre es jetzt schwierig für mich zu sagen, was schneller und was langsamer ist. Weiß ich nicht. Jetzt kann ich mal hier reingehen. Ich gehe mal hier auf das Auge. Das mache ich auch mal hier bei dem M2-Rechner. Und klicke mal hier drauf. Das ist jetzt die 200%-Ansicht. Das ging sehr, sehr schnell, wie ich finde. Ja, ohne Zucken. Auf dem M1 sieht das Ganze so aus. Ja, auch gut. Also hier würde ich mal ganz stumpf behaupten, gibt es gar keinen großen Unterschied. Wo es jetzt aber vielleicht einen Unterschied geben könnte, und das ist das, wo ich dann tatsächlich auch merke, dass der M1 manchmal auch da an seine Grenzen kommt, ist, wenn ich das Retusche-Werkzeug benutze. Dazu gehe ich mal hier oben auf den Reparaturpinsel. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich gehe einfach mal hin und mache natürlich jetzt Retuschen, die total bescheuert sind. Aber ich mache hier mal die Augen weg. 1, 2, die Nase weg. 3, die Ohrspitzen mache ich mal weg. So, 4, da, oh, dann gehe ich hier nochmal hin, zack, zack. Und jetzt sieht man schon, oh ja, also ich berühre die Maus schon anders. Also ich merke jetzt hier schon, dass es zeitlich irgendwie so einen Versatz gibt. Jetzt mache ich hier nochmal die Schnur weg. Oh, ich habe hier, also ihr habt das vielleicht gesehen oder vielleicht gehört. Ich bewege die Maus. Und jetzt, ich mache hier praktisch nichts, die Hände sind von der Maus weg. Aber das System hier kommt ordentlich ins Straucheln und macht gar nichts. Also ihr seht, das ist natürlich eine bekloppte Sache, um das Ganze zu zeigen. Aber ich glaube, es zeigt ganz gut, dass ich jetzt hier mit dem Programm... Ich berühre gerade die Tastatur nicht, die Maus nicht, gar nichts. Trotzdem sieht man hier, dass das System im Hintergrund noch irgendwie versucht, da die Reparaturpinselsituation in den Griff zu bekommen. In dem Zusammenhang gehe ich jetzt mal hin und mache das Gleiche jetzt mal an dem M2-basierten Mac. Also auch hier einmal in die Reparaturpinsel. Auch hier fange ich an mit dem Auge. Klack, klack, jetzt die Nase. Klack, klack, klack. Dann die Ohren. Klack, 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 klack. Ja, dann das zweite Ohr. Klack, 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 klack. Was habe ich dann gemacht? Hier dieses Ding habe ich, glaube ich, weggemacht. Klack, 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 klack. Dann habe ich das hier oben weggemacht. Aha. Dann habe ich die Linie weggemacht. Okay, da war ein bisschen schief. Dann habe ich hier oben was weggemacht. Dann habe ich da was weggemacht. Dann bin ich hier hingegangen. Dann bin ich da hingegangen. Also auch hier merke ich, dass es so ein bisschen zuckt, aber, also nichts für ungut. Ich blende das mal zwischendurch ein, hier meine Hände, da passiert gerade nichts, also ich mache hier gerade nichts, aber der M2-basierte iMac macht das hier auf jeden Fall besser. Und das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, ist natürlich wirklich ein bisschen drüber, also so schnell würde man das ja wahrscheinlich nicht bearbeiten. Hier merke ich aber einen großen Performance-Unterschied, Punkt für den M2. Letzter Test und für mich eigentlich der etwas relevantere, Performance in Final Cut. Hier würde ich jetzt einmal ganz kurz Final Cut öffnen und das auch nochmal versuchen, mehr oder weniger zeitgleich hinzubekommen. 3, 2, 1. Oh, hier würde ich sogar sagen, dass der M1-Prozessor etwas schneller wäre. Und der, sehe ich gerade, lädt sogar mein letztes Projekt. Hier möchte ich jetzt ein Medium importieren. Und zwar gehe ich jetzt hier auf den M1-Rechner in meine Ordnerstruktur und hier habe ich, wo ist es? Da, Firmware Sony. Da habe ich eine Datei liegen, diese hier müsste es sein. Die werde ich jetzt mal importieren. Import oben links, sieht man das, wie lange das dauert. Das hat jetzt schon geklappt, das ging relativ fix. Und jetzt ziehe ich das Ding einfach mal unten in die Timeline rein. Auch hier sieht man da, dass das sich so ein bisschen aufbaut. Diese Bilder, die bauen sich so ein bisschen auf.
aber funktioniert ganz gut. Und jetzt gehe ich auch hier rein und nehme mir die gleiche Datei, die ich hier hingeschoben habe. Hier liegt sie leider im Download-Ordner, ist aber die ein und dieselbe Datei. Auch hier mal eben kurz in Import klicken. Hier oben links sieht man den Vorlauf bzw. den Ablauf, wie lange das dauert. Ging aber auch rasend schnell. Also hier alles perfekt. Wir nehmen diese Datei, die hier ist, und ziehen die einfach hier unten rein. Das ist gut. Alles nicht schlecht, hat sich gut angefühlt, ging fix. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf den M1-Prozessor. Denn das, was mir ab und zu hier auffällt, ist tatsächlich, wenn ich jetzt hier unten diesen Clip schneiden möchte. Ich gehe jetzt hier rein, schneide hier was weg, schneide hier was weg, nehme hier was raus, gehe hier wieder rein, schneide hier was weg, schneide da was weg, nehme die raus, zack. Letztens hatte ich irgendwo diese Situation, dass ich plötzlich die Angabe, also diese Wellenform, diese Audio-Wellenform, wurde mir nicht angezeigt. Das hat gefühlt stundenlang gedauert. Ich mache das gleiche mal hier an dem M2 und gucke mir das hier nochmal an. Auch hier schneide ich mal eben so ein bisschen rum. Zack, zack, zack. Entferne hier was. Zack, zack, zack. Okay, hier sehe ich aber jetzt schon dieses Zucken, was man hier sieht beim Schneiden zwischendurch. Und der Wiederaufbau der Bildinformation, die ich hier habe, geht jetzt tatsächlich etwas schneller als bei dem M1. Fügen wir mal dem Ganzen, und zwar dem hinteren Clip, dem längeren, fügen wir dem mal mein LUT hinzu, mein Farblatt und auch die Audiosituation. Die packe ich jetzt hier mal beide rein. Jetzt seht ihr schon hier, seht ihr das? Jetzt wird hier diese Wellenform nicht mehr angezeigt. Und das ist, wie ich finde, tatsächlich, ja, das ist für mich ein Problem. So, und das Gleiche mache ich jetzt mal hier in dem letzten, das ist der hier, ja, ebenfalls mit den LUTs, die ich hier, oder mit den Voreinstellungen, die ich hier getroffen habe, die habe ich mir auch hier reingezogen. Zack, importieren und zack, importieren. Und was wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich einfach, dass diese Wellenform die ganze Zeit angezeigt bleibt. Auch wenn ich jetzt hier rumschneide, mache und tue, hier wieder was lösche, auf dem M2-basierten Rechner läuft das einwandfrei. Gehen wir mal hier rein. Wir nehmen mal alles bis auf den ersten Batzen raus. Hier sehe ich jetzt gerade bei dem M1-Rechner, ich kann hier nicht mal mehr reinzoomen. Hier gab es schon wieder irgendein Problem gerade. Darstellungsproblem. Da frage ich mich auch, was ist hier los? So, okay. Also hier gerade bei dem M1 gab es schon wieder ordentliches Zucken. Hat mir eigentlich schon wieder gereicht. Ich würde das Ding am liebsten sofort eintauschen. Jetzt nehme ich mir mal eben diesen Clip und setze den mal eben hier auf eine Minute rein. So, das Ding ist jetzt eine Minute lang. Und hier würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt hier, ich muss mal eben gucken, haben wir jetzt hier auch die ganzen Sachen drin, die ich haben will? Die ganzen Bearbeitungssachen? Nein. Das heißt, die ziehen wir uns mal eben wieder rein. Audio ziehen wir uns hier rein. Und Video ziehen wir uns auch hier rein. Auch hier wieder der Effekt. Selbst bei einem 1-Minute-Clip seht ihr jetzt hier, Wellenform wird mir nicht angezeigt. Jetzt erst ist sie da. Das ist ein bisschen nervig. Und im Grunde mache ich das gleiche in grün hier jetzt auch auf dem M2-basierten Rechner. Jetzt habe ich auch hier bei dem M2 meinen 1-Minute-Clip. Auch hier gehe ich nochmal rein und lade mir die Sachen rein, die ich hier haben will. Klack und klack. Auch hier. Hier sieht man jetzt wieder schön, dass die Wellenform natürlich gar kein Problem ist. Hier ist alles so, wie es sein soll. Alles toll. Damit das hier ein fairer Vergleich ist, gehe ich auch jetzt hier nochmal bei dem M1-basierten Rechner. Gucke mir das hier alles an. Hier ist mein 1-Minute-Clip. Den möchte ich natürlich auch in 4K auslesen bzw. exportieren. Auch hier alles richtig eingestellt. 151 MB. Das habe ich auch hier auf meinem M2-Rechner. Die beiden Dinger starte ich zur selben Zeit. Bei dem M2-Prozessor basierten MacBook sehe ich hier gerade, dass ich hier schon auf 33% bin. Der andere hat noch gar nicht angefangen. Das scheint auch gerade, dass der hier irgendein Problem hat. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, denn das ist ja das, was ich meine. Ich möchte ja hier ein Video produzieren oder euch ein Video zeigen von den alltäglichen Dingen und nicht von den geschönten Benchmark-Tests, die man sonst so zu sehen bekommt. Von daher, also nochmal, der M2-Prozessor läuft hier, der ist schon bei über 50%. Der M1, warum auch immer, der hat sich hier irgendwie, keine Ahnung, aufgehangen oder er hat irgendwie keinen Bock. Hier passiert gar nichts. Ich würde sagen, ich breche das hier einfach mal ab. Der M2 ist hier gleich fertig, der liegt jetzt hier bei 72-73%. Ich breche das jetzt hier mal ab und sage nochmal ein kleines kurzes Resümee zu dem ganzen Thema.
Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Also, das MacBook Air mit dem M2-Prozessor ist... Ich zeig das nochmal, ich halte das nochmal ins Bild. Guck mal bitte, wie schmal das ist. Ich muss das hier ganz scharf über meine Augen halten, weil sonst der Augenautofokus nicht funktioniert. Ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt gemeinsam mit euch hier gearbeitet habe, ich fühle gerade hier drunter, ich habe es gerade eben zugeklappt, das MacBook ist nicht wirklich warm. Also warm wäre übertrieben, eigentlich ist es kalt. Ich habe übrigens in der gesamten Zeit mit 37% Akkuleistung angefangen und bin jetzt zum guten Schluss auf 24% Akkuleistung. Für den ganzen Rotz, den ich hier gerade gemacht habe, finde ich auch gar nicht mal schlecht, gerade was Final Cut angeht, eine sehr, sehr gute Performance. Ich habe jetzt gerade eben die fertige gerenderte Videodatei, dieser 1-Minute-Clip, hier drauf fertig gehabt. Auf dem iMac hat es nicht angefangen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich konnte dann sogar, witzigerweise, Final Cut gar nicht mehr schließen. Es hat sich aufgehangen. Das ist einfach das, was ich damit sagen möchte. Ich will euch hier einen alltäglichen Nutzen und Gebrauch dieser Geräte zeigen, beziehungsweise dieser Prozessoren zeigen. In vielen anderen Videos wird einem dann immer nur gezeigt, hier Benchmark, der eine hat 6000 Punkte, der andere 7000 Punkte, was weiß ich was wie. Hier, sage ich mal, ist jetzt so das wahre Leben. Brennpunkt, Deutschland in der Mitte oder wie das alles heißt, ist auch egal. Ich habe tatsächlich, auch wenn es teilweise nur sehr, sehr gering war, aber Unterschiede gemerkt. Und diese Unterschiede sind so groß, dass ich ganz ehrlich sagen muss, für die Arbeit, die man damit macht, ist das natürlich ein Zugewinn. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video ein bisschen was mitnehmen konntet, dass es für euch interessant war. Und solltet ihr zukünftig A, diese Art von Videos gut finden und mehr davon sehen wollen, dann könnt ihr das gerne unten in den Videokommentaren oder in den Kommentarfunktionen niederschreiben. Ihr dürft natürlich auch gerne weiterhin meinen Kanal abonnieren. Alles rund um das Thema Video, Foto oder auch zwischendurch mal so ein bisschen Technik, wird hier auf diesem Kanal präsentiert. Ich würde mich da sehr, sehr freuen. Und falls ihr richtig Bock habt und noch nicht weiterschalten wollt, schaut mal da oder da. Da gibt es weitere Videos von mir. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei, welches euch gefällt. Bis hierhin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.